Hallo, ich bin Dirk vom Nordfishing 77 Team und ich möchte euch heute etwas über Boilies, Pellets, Wafters, Pop-Ups, Hookbaits, Hookers und so weiter erzählen, was da die Unterschiede sind, worauf man da achten muss. Und ich würde sagen, wir starten mit den Boilies, ein bisschen zur Geschichte. Die sind ja in den 80er Jahren in England entwickelt worden, und zwar wollten die Engländer damals gezielt auf Karpfen fischen. Und das haben sie damit erreicht, indem sie einfach Teig sehr hart gekocht haben. Ja, also Boilies, der Name kommt von to boil, also kochen aus dem Englischen. Und das haben sie damit dann erreicht, dass sie damit hauptsächlich Karpfen gefangen haben. Und das war vorher relativ schwierig, haben sie meistens Kartoffeln zum Beispiel verwendet. Aber das war halt die Geburtsstunde des Boilies. Jetzt haben wir ja 40 Jahre später, es gibt Boilies in allen Formen, Farben, es gibt Pop-Ups, Wafter, Hookbaits und so weiter, und ich erzähle euch mal ein bisschen was dazu. Also hier haben wir einmal die Boilies, ja, die hier in der Tüte die Standardgröße 20 mm und das sind, glaube ich, jetzt hier 24 mm. Und hier haben wir einmal einen aufgebrochen und man sieht, die Bestandteile sind normalerweise verschiedene Getreide, also Mais, Weizen, Hanf zum Beispiel auch, Ei ist oft drin, ja, natürlich auch andere Zusatzstoffe, noch Aromastoffe. Und ja, gemein ist den Boilies halt, dass sie dann halt gekocht sind. Die runde Form ist die beliebteste Form. Es gibt und gab auch mal Kissenboilies, die dann halt im Fluss nicht so weit abgetrieben werden. Die haben sich aber nur selten oder wenig durchgesetzt. Also meistens wird dann halt der Boilie in der runden Form gekauft. Der Boilie ganz normal, wenn man ins Wasser schmeißt, sinkt er, hält relativ lange. Ja, und gemein ist ihnen auch, dass sie halt nicht direkt auf den Haken gesteckt werden. So Boilies werden immer an Haarmontagen zum Beispiel gefischt oder ja, an Bändern oder an verschiedenen Rigs aus dem Karpfenbereich, aber nie direkt den Boilie auf den Haken stecken, weil das ja, passt nicht zur Angelei und normalerweise ist es auch super, super schwierig. Die brechen dann wahrscheinlich meistens auseinander. Dann gibt es die schwimmenden Boilies, die sogenannten Pop-Ups. Ja, haben wir mal hier ein paar. Ja, hier sieht man mal rosa, dann haben wir hier auch eine gemixte Version, ja, in allen verschiedenen Farben. Hier auch braun und weiß, und auch da gibt es natürlich die verschiedensten Aromen. Und ja, sehen auch ganz normal aus wie ein Boilie. Sie haben ein bisschen kleinere Version, aber im Gegensatz zum Boilie schwimmen sie. Ja? Das heißt, wenn man sie ans Haar tut, dann kann man tatsächlich, treibt der Köder auf und man kann eigentlich bestimmen, ja, mit der Länge des Vorfachs, mit einem kleinen Schrotblei zum Beispiel oder Tungstenblei, den man auf Vorfass macht, wie hoch der Köder über den Boden schwebt. Ja? Und eigentlich auch eine sehr gute Methode, wird sehr, sehr oft angewendet und auch sehr erfolgreich, nicht nur auf Karpfen, sondern in kleineren Versionen auch zum Beispiel auf Schleien oder Brassen oder auch gar auf Rotaugen. Hier sehen wir mal kurz auch den Unterschied, sogenannte die Boilie-Form, also die runde Form. Und wenn man vom Dumpbait spricht, dann haben wir hier diese Form, ja? Also die sogenannte längliche Form, also der Unterschied zwischen Boilie und Dumpbait liegt nur in der Form. Und hier sieht man nochmal, ja, einmal rund und einmal hier der Boilie und einmal der Dumpbait. Beides Pop-Ups, treiben beide auf und sind auf jeden Fall ja, beide auch sehr erfolgreich. Wenn, ab und zu habt ihr vielleicht gehört vom sogenannten Snowman Rig oder Schneemann Rig, auch sehr populär in der Karpfenangelei. Und das ist einfach so, dass ein Signer Boilie und ein schwimmender Boilie hintereinander am Haar angeboten werden. Ja, und das ist dann tatsächlich so, ja, wenn bei der Köderpräsentation, wenn der Köder im Wasser ist, der untere Boilie, der sinkt, ja, und dann habt ihr den Pop-Up oben drauf und ihr seht schon hier so ein bisschen, deshalb heißt der Schneemann Rig, ja, das heißt, der, ja, steht so ein bisschen wie ein Schneemann, unten die dicke Kugel, oben drüber die etwas kleinere Kugel, kann man auch mit gleich großen Kugeln fischen. Oder teilweise die auch anschneiden, dass sie so ein bisschen ineinander übergehen. Also da, aber auch das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Präsentation. Also merkt euch, Snowman Rig mit Boilie und Pop-Up. Ja, ein Zwischending zwischen Boilie und Pop-Up sind die sogenannten Wafters. Da haben wir mal hier so ein paar und hier ein bisschen, auch hier seht ihr verschiedene Größen. Ja, hier auch 20 mm, hier die Dumpbait-Form auch in rosa und natürlich auch wie bei Boilie so Pop-Ups, Aromen jeglicher Art. Und bei den Wafters ist es so, die sind wie gesagt ein Zwischending, das heißt, sie ein bisschen so, sie treiben auf, aber nicht ganz so sehr wie die Pop-Ups. Und man kann sie mit der richtigen Hakengröße und der ja, richtigen Rigpräsentation ja, sehr gut schwebend anbieten. Und sie sind dann dadurch ja, sehr, sehr leicht einzusaugen für den Fisch. Und beim Boilie-Angeln ist es einfach so,
Je leichter der Fisch den Köder einsaugen kann, desto größer ist die Chance, dass er ihn fangt. Und man kann die Wurf da halt, wie gesagt, wirklich ausbalancieren mit der richtigen Hakengröße. Muss man ausprobieren. Manchmal steht auch die empfohlene Hakengröße drauf. Ist dann aber oft problematisch, weil die unterschiedlichen Firmen haben, ja, selbst bei der gleichen Hakengröße auch unterschiedliche Größen. Dann kommt es natürlich darauf an, ist der Haken dünndrähtig, ist der Haken dickdrähtig. Da immer drauf aufpassen. Aber wie gesagt, auch hier sehr viele verschiedene Formen und Möglichkeiten der Präsentation, um einen fängigen Köder zu präsentieren. Ja, dann kommen wir zu den Durable Hookers oder Hookbaits, oder hier haben wir auch die Big Fish River Busters von Dynamite Baits, sind natürlich auch schöne, knallige Markennamen. Aber wir schauen uns das mal an, und hier haben wir zum Beispiel die Hookers. Ja, die sind, merkt man sofort, sind sehr weich, also bisschen so eine Mischung aus, ja, Teig und Boilie. Die kann man tatsächlich auch an den Haken stecken, wenn man möchte. Ich würde sie allerdings trotzdem am Haar anbieten. Habe ich auch in letzter Zeit sehr erfolgreich gemacht und auf Barbe und Döbel gefischt im kleinen Fluss. Und ja, manchmal mögen Fische halt auch mal weichere Köder. Und da ist auf jeden Fall, ja, so ein Durable Hooker, wie er hier heißt, auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen. Ja, manchmal heißen sie auch Zoff Pellets zum Beispiel. Hier sind die River Busters, hier sieht man, ist im Prinzip ja eigentlich so eine Mischung aus Dumple und Boilie, von der Form her ein bisschen eiförmig. Und auch hier ist, glaube ich, Cheese and Garlic auf jeden Fall immer gut für Barben und Döbel. Und auf jeden Fall, da gibt es auch verschiedene andere Varianten noch, wie auch immer heißen. Wie gesagt, manchmal auch Hookbaits, was ja auch ein sehr allgemeiner Begriff ist. Schaut einfach mal so. Hier haben wir auch noch ein anderes Beispiel, ja, von Dynamite Baits, die Wowzers. Ja, da steht aber auch gleichzeitig dabei Wafting Hookbaits, also auch hier schwebende Köderpräsentation in sehr kleiner Größe. Ja, hier haben wir, ich glaube, 5 mm, wenn überhaupt. Ja, können zum Beispiel am Baitband angeboten werden. Und auch da, wie gesagt, sehr, sehr viele verschiedene Größen. Ihr kennt vielleicht auch die Mini-Boilies, die sehr gut zum Massive-Feeder-Fischen sind. Und ja, ein letzter Punkt noch in der Boilie Range möchte ich euch vorstellen. Ja, hier mal die Hard-Ons, das fällt direkt auf beim Fühlen, also sie sind noch härter als die normalen Boilies. Und der Vorteil dieser Hard-Ons ist, sie halten sehr, sehr lange am Haar. Also die könnt ihr wirklich ein paar Tage drin lassen und braucht keine Angst haben, dass sie vielleicht schon auseinander zerbröselt sind. Und in vielen Gewässern habt ihr halt Krebs oder Krabben drin. Und da sind die auch deutlich widerstandsfähiger als normale Boilies. Und auch natürlich geht es wieder darum, exklusiv Karpfen zu angeln, Karpfen zu fangen. Und je härter der Köder, desto größer ist die Chance, dass ihr Karpfen dran habt und nicht vielleicht Brassen oder Schleien am Ende. Und viele wollen halt nur Karpfen fangen. Ja, ein kurzer Schwenk noch rüber zu den Pellets. Ja, auch da ist mal die Frage, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Boilies und Pellets? Hier haben wir mal ein paar Pellets, die sind sogar hier pre-drilled, das heißt, sie haben Loch drin, können sehr gut am Haar angeboten werden damit. Und Pellets kommen ursprünglich aus der Fischzucht, ja, also auf Lachsfarm eingesetzt oder in der Forellenzucht, Karpfenzucht. Und ja, der Unterschied zu den Boilies ist von den Bestandteilen her, dass ja, Fischpellets sehr viel Fischmehl enthalten. Ja, also meistens so mindestens 30%, dazu auch Fischöl dabei und jetzt weniger Getreide oder fast gar kein Getreide, im Gegensatz zu Boilies. Und sie sind sehr attraktive Hakenköder für fast alle Friedfische, also könnt ihr auch Karpfen mit Fangschleien, Brassen und so weiter. Und werden auch in verschiedensten Formen und ja, Aromen auch angeboten und ja, auch Größen natürlich. Und ja, also wie gesagt, mit Pellets und Boilies könnt ihr wirklich, habt ihr wirklich ganz neue Dimensionen in eurer Friedfischangelei. Und ja, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt ihr gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne in die Kommentare, was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit Boilies. Ja? Fangt ihr gut mit Boilies? Mit welchen Boilies? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst uns auch ein Abo da. Und ja, wir freuen uns auf das nächste Video. Bis dahin, tschüss.